Der nächste Redner steht für Sie. Ach, wirklich? Gleich auf, um ans Rednerpult zu gehen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen einen Vertreter der örtlichen Zeitung ankündigen zu dürfen. Ein rasender Reporter, der nicht nur gut mit der Feder umgehen kann, sondern auch mit der Zunge. Hier ist Thomas Reibetanz. Natürlich jetzt, den Reibetanz, den habe ich gefressen. Liebe Mitstudentinnen, liebe Professorinnen und der Rest. Ich stehe hier vor Ihnen mit tiefem Zorn. Man könnte so ja sagen, mit sehr tiefem Zorn. Der Grund dafür ist, dass Sie alle Sie, wie Sie hier sitzen, ein Pack von Heuchlern, Betrügern und generell bösen Menschen sind. Lassen Sie mich ausreden, Pack. Sie fragen sich jetzt sicherlich, warum? Und wer ist dieser alte Mann überhaupt? Ich möchte mich bei Ihnen erst einmal vorstellen. Mein Name ist Albert Kurt Arnheim. Ich bin 80 Jahre alt und Student an dieser Universität. Im Jahre 1950 bin ich aus meiner Heimatstadt Köln nach Freiberg gekommen und habe mich an dieser Universität eingeschrieben. Mein Studiengang hieß Bergbau, Wirtschaftszweig mit großer Zukunft. Oder ich silber das Gold der 70er Jahre. Als ich als rheinische Frohnatur nun das erste Mal einen Fuß in diese potthässliche, trostlose und zum Speien langweilige Stadt gesetzt habe, lassen Sie mich ausreden. Schlug ich sofort den Bau einer Mauer vor, damit niemand sonst dieses Elend sehen muss. Doch ich wurde nicht erhört. Also nahm ich das Heft der Fröhlichkeit selbst in der Hand und gründete ganz im Sinne meiner zwei Kölner Väter einen Karnevalsverein. Ich gab ihm meine Initialien, also von Albert Kurt Arnheim, als Vereinsnamen und war damit fertig, den AK-Fasching zu gründen. Albert Kurt Arnheim, Fasching, mein Faschingsverein. Anfangs hatten wir ein Mitglied und Martina. Aber wir haben trotzdem ein Programm auf die Beine gestellt, das den Leuten sicherlich gefallen hätte. Leider kam es am Anfang nicht dazu. Ich hatte vom ersten Tage meines Studiums an ein Praxissemester zu absolvieren und musste in den Schacht. Nach Silberhacken. Während dieses Manövers stürzte aber ein Teil des Stollens ein, den mir mein Professor als Nahrung mitgegeben hatte. Und ich hatte nicht mehr genügend zu essen, um Kräfte für den stressigen Wiederaufstieg zu bündeln. Also musste ich unten bleiben. Mit einer verlassenen Miene vegetierte ich dahin. Ich ernährte mich von Salzwasserablagerungen und Touristen. Vor wenigen Wochen schließlich konnte ich gerettet werden. Wie man mich gefunden hat, weiß ich nicht. Aber es kam urplötzlich ein chilenischer Arzt in einer Suppendose durchs Dach gefahren und hat mir eine Sonnenbrille aufgesetzt. So. War ich also wieder oben. Und jetzt zu euch, ihr Pappnasen. Was war das Erste, wonach ich mich natürlich erkundigt hatte? Natürlich nach meinem Karnevalverein. Was lese ich da an dem Postblatt, was sie alle Zeitung nennt? Ihr habt aus meinen Initialen AKA akademisch gemacht. Aus Büttenreden mit anschließendem besoffenem Schunkeln habt ihr ein Bühnenprogramm gemacht. Und ihr denkt euch noch verschiedene Motten für den Fasching aus. Das gebe doch nicht. Dann erzählt ihr noch, es gebe keine Dokumente aus der Anfangszeit des Ackerfaschings. Keine Zeitzeugen. Ja, wie denn auch? Ich war in eurem scheiß Keller eingesperrt. Das gebe doch nicht. Ich frage mich ernsthaft, wer so einen Schmalz erzählt. Aber jetzt reicht mir das.
Ich bin der Gründer über das Verein hier und ich werde heute zum 60. Bestehen von meinem Verein meine Regeln wieder aufstellen. Das morgige Rumgedönse in diesem Tavoli, das fällt aus. Auch das 11.11 Uhr Rumgeschreie vor der neuen Mensa entfällt. Wir machen wieder richtig Butt, wie das bei uns in Köln der Fakt ist. Ich brauche einen Tusch. Das war mir klar. Jetzt also Butt. Zulauscht. Studententag, wie ihr es seid, tut mir in meiner Seele leid. Ihr haltet euch für ganz schön schlau, dabei seid ihr doch meist nur blau. Dann rafft ihr nicht mehr, was passiert und ändert mal ganz ungeniert den Namen von mein schönen Verein. Das kann doch wohl nicht wahr sein, das gibt es doch nicht. Da rast ich aus. Doch jetzt bin ich zurück aus meinem Schacht und jetzt wird hier wieder kölsch gelacht. Drum lernt man endlich was, seid brav. Der Faschingsgruß heißt Kölle. Geht doch, leck mir am Arsch hier. Mein lieber Herr Reibetanz, trotzdem herzlichen Dank für Ihre Rede. Und bleiben Sie immer schön bei der Wahrheit, auch bei Ihren Artikeln in der freien Presse. Wenn Männer immer nur die Wahrheit hören wollen würden, hätten Madame nicht das Outfit eines französischen Stubenmädchens im Boudoir. Balduin, ich mache mir Sorgen um Sie. Sie sehen schon seit Tagen so traurig aus. Haben Sie Kummer? Ja. Meine Frau ist letzte Woche verstorben. Oh mein Gott, was hat sie denn gehabt? Ein Sparbuch. Nein, was ihr gefehlt hat. Eine Krankenversicherung. Ich meine, woran sie gestorben ist. Ach so, sie wollte uns Gulasch mit Kartoffeln zubereiten, ist dafür, um die Kartoffeln zu holen, in den Keller gegangen, hat eine Stufe übersehen und sich das Genick gebrochen. Oh mein Gott, was haben Sie denn da gemacht? Spaghetti. Madame, sind wohl auch verheiratet? Seit gestern nicht mehr. Mein Mann war ein Scheusal. Oh, dieser elende Kerl. Am liebsten hätte ich ihm seine... Nüsse? Nein, danke. Aber ich habe das Thema anders beendet. Da könnte ich euch ein Lied von singen. Soll ich? Ja. Na gut. Balduin, würden Sie mich begleiten? Wohin Sie wollen. Scherzkeks.